Willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zaubere ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Heute bin ich wieder zu Besuch bei einer Kollegin, die Malteser züchtet, und da zeige ich euch ihre kleinen Schnuckelchens. Der Wurf ist eigentlich schon so gut wie verstört. Die drei, was da jetzt beieinander sind, das sind die drei Mädels, die sind alle schon ausgesucht und reserviert. Und der Größere im Vordergrund da, das ist ein kleiner Rüde, der war augenblicklich noch frei, aber ich bin mir sicher, das wird sich schnell ändern. Die Mutterhündin ist eher eine kleine und zum Züchten werden natürlich die Haare ein bisschen angeschnitten, weil das Komote ist vom Boden und vom Waschen, weil die Milch ist bickig und nach der Geburt sind sie halt auch eben zum Boden und zum Pflegen, weil auch Hündinnen haben einen Ausfluss nach der Geburt und so kann man es besser sauber halten. Da haben wir jetzt Hunde hinter Gitter, aber es ist gar nicht so leicht, dass man die Stupsis filmt. Die Hündin baggert mich an. Ja, ich bin fremd, ich tue ihnen eh nichts. Das erzähle ich auch immer. Die Hündinnen sind eigentlich ganz schön gutmütig und geduldig, weil wenn wer Fremder kommt, sind sie halt instinktiv so veranlagt, dass sie ihre Puppi beschützen und verteidigen. Und das macht natürlich auch eine brave Mutterhündin aus, weil das ist ja ein Job. Die Wölpen sind jetzt 7 Wochen, das heißt, nur 14 Tage bis 3 Wochen sind sie dann abholbereit. Weil kleinere Rassen behalten wir ein bisschen länger. Größere Rassen kann man mit 8 Wochen abgeben. Und jeder Züchter wartet natürlich, bis das seine Wölpen wirklich stabil und gut entwickelt sind, dass man es mit ruhigem Gewissen an den neuen Besitzer übergeben kann. Ganz oft in meinen Videos höre ich von den Leuten so, die sind ja so groß. Also die Hunde, die sind wirklich klein, aber in den Videos wirken sie einfach immer größer. Das ist halt so beim Fotografieren und beim Filmen. Damit müssen wir leben. Die Hunde wirken größer, als sie in Wirklichkeit sind. Die Hündin ist bei 3,5 Kilo, also das ist kein großer Hund. Und im Verhältnis wächst der Welpe immer schnell und wirkt deswegen groß, weil der in einem Hauptwachstum passiert in den ersten 4 Monaten und dann ist eigentlich nur mehr die Restentwicklung und Fertigformung. Ab 6 Wochen sind Welpen immer rassetypisch und man erkennt, was das ist. Weil ein kleiner West Highland zum Beispiel ist auch weiß, aber schaut anders aus. Und mit 6 Wochen sieht man dann, die West Highland haben spitze Ohrli, die Malteser haben Schlappohrli. Alle 4 Puppen sind wirklich entzückend, schneeweiß und wachsen halt da am Land glas auf. Wir haben sie jetzt da in den Käfig rein, da, weil es natürlich so ist, so junge Hunde wollen spielen und laufen und umteifen und dann kann man es einfach nicht filmen und nicht gut miteinander vergleichen. Die, was da jetzt vom Dirl sitzt, linke Seite, ist die kleinste Hündin im Wurf. Jetzt ganz links ist die mittlere, die ist wirklich nur um 1 Zentimeter größer, aber ein bisschen ein Unterschied ist halt immer. Und der größere da, das ist der Burli. Das ist aber auch was, was in der Natur nicht ungewöhnlich ist, dass die Rüden einfach ein bisschen kräftiger sind. Und so wie bei den Menschenkindern sind es auch die Lumpen und sie gehen dann die kleinen Schwestern. Ja, kleiner Eindruck war's. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen sehen können. Nicht jedes Video ist immer perfekt und alles gelingt. Ich versuche, dass ich jetzt noch die Gesichter ein bisschen filme und dann machen wir Schluss für heute. Wo sind denn die kleinen Babys? Bibi, 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 Bibi. Kommt zur Tante. Puppi. Naja, und wie ich halt immer sage, Tiere haben einen eigenen Kopf. Baba und bis zum nächsten Mal. Kleine Malteser im Welpenauslauf. Da teufeln sie natürlich um. Das nervt ein bisschen, wenn wir es eingesperrt haben. Aber jetzt sind wir eh gleich fertig. Dann dürfen sie wieder aussagen.